Hey meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cat Quest 2. Wir kämpfen gegen Aelius. Und ja. Ich würde sagen, machen wir mal, wa? Aua. Das ist irgendwie... dieser Skill ist zu OP. Du bist wirklich mächtig. Aber leider reicht das nicht aus, um mich zu besiegen. Wirklich enttäuschend. Meine Könige, wir haben Verstärkung geholt. Das stimmt, Leute. Wir halten zusammen. Wir sind das Ketchup für deine Hotdogs. Dies ist auch unser Kampf. Du fühlst, wie in dir eine Energie entsteht. Das Königsschwert. Das ist das Königsschwert! Drakoth, dein Opfer war nicht umsonst. Das wahre Königsschwert ist erschienen. Nutze das Königsschwert und beende dies. Wahrscheinlich kann ich nur mit dem Königsschwert Schaden machen, oder? Siebeneinhalbtausend Schaden hat das Königsschwert pro Attack gemacht. Aber sieht cool aus. Schön bläulich. Wir haben es geschafft? Wer hätte dies geahnt? Das wahre Königsschwert war die ganze Zeit in unserem Hotdog. Und die geheime Zutat war einfach ein bisschen Zusammenhalt. Ich fühle, wie eine ganz neue Ära des Friedens zu uns kommt. Machen wir uns auf den Heimweg, Leute. Außer wir. Ja, und das Schlimmste ist endlich vorbei. Außer ein paar zu erledigenden Dingen, der Krieg sollte bald enden. Ich denke, es ist auch endlich Zeit. Treffen wir uns, wo all dies begann. Ja, okay? achtzigtausend Erfahrung. Oh, das ist eine Nebenmission. Muss ich kurz machen. Das ist meine Pflicht. Hey, du hast tolle Augen. Könntet ihr mir jetzt 2 Minuten eurer Zeit schenken? Der epische Blickwettbewerb. Ich bin auf Wache, aber ich bin sehr müde. Ich muss wach bleiben. Mach mir einen Blickwettbewerb. Die erste Katze, die dann von 2 Minuten blinzelt, verliert. Ich mag diese Begeisterung, seltsame Katze. Sag mir einfach, wenn du bereit bist. 2 Minuten. Beginn jetzt. Nicht bewegen. Nur 10 Sekunden? Ah, meine Augen, sie tränen bereits. Nicht bewegen. Ich denke, wenn ich mich bewege, habe ich verloren. 20 Sekunden, du bist sehr gut darin. Oder ich darf nicht verlieren. Nein, ich habe nicht geblinzelt. 30 Sekunden. Hey, was ist hier los? Ich denke, es ist ein Blickwettkampf. Entweder das oder sie schlafen einfach mit offenen Augen. 1 Minute, ich lüge nicht. Ah, warum bist du daran so gut? Fangen bei mir gleich an, die Augen zu tränen. Puh, das ist sehr aufregend. Wer wird gewinnen? Wow, er hat fast geblinzelt. Das war sehr knapp. Das ganze Königreich kommt, um uns zuzugucken. Ich glaube, die komisch aussehende Katze wird gewinnen. Ich feuere ihn an. Ich persönlich denke, der Soldat macht sich sehr gut. Die Gelbe wirkt auf mich aber am eindrucksvollsten. Die Gelbe. 1 Minute und 30 Sekunden. Ich habe keine Wahl. Mit Cut-Protokoll aktiviert. Hey Leute, hat jemand nach mir gemiaut? Ja, du hast geblinzelt, du hast verloren. Ach, ihr Süßen, es tut mir leid, das ist meine Schuld. Hier, ich gebe dir eine Kleinigkeit. Ein Katzensoldatenschwert. Ich muss wirklich gehen. Nochmals Entschuldigung, wir sehen uns.
Nun, ich habe vielleicht gewonnen, aber ihr zwei seid sehr beeindruckend. Danke, dass ihr mich wachgehalten habt. Nehmt dieses Gold. Hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder. Pelziger Freund des Volkes. Alle Nebenmissionen erledigt. Wo kriege ich 101 Ausrüstungsgegenstände erlangt? Hä? Ich habe da alle Dungeons gemacht. Wie kriege ich denn noch 10 Ausrüstungsgegenstände? Ich gehe mal zur Hülle des Löwen. Komme ich da jetzt endlich rein? Ja, Level 150. Die muss nur einmal drin sein. Ha, doch nicht. Okay, während ich gefreezed bin, sowieso nicht. Aber das Königsschwert ist doof. Das ist so langsam. Komm her, du Lutscher. Dann nochmal. Hat er mal Glück gehabt, dass er ausgewichen ist. Burn, Baby, burn! Klack! Ah, da sind die Ausrüstungsgegenstände drin, oder? Die Verfolgung. 10 Items brauche ich. Verfolgerrüstung. Oh, sehr schön. Und den Verfolgerhelm. Wow, okay, den kann ich für den Dings ganz gut brauchen. Wahrscheinlich gegen diesen Igel. Auf zur Höhle des, zum Grab des Wolfes. Erstmal kurz speichern und heilen, sonst ist doof, wenn wir dann nochmal gegen den 150er kämpfen müssen. Dum, 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 dum. Level 150. Die Höhle des Wolfes. Uncool, ich brauche euch alle drei eigentlich. Das habe ich auch. Sehr uncool. Jetzt haben wir schon mal einen getötet. Oh, beide getötet. Nice. Level 109. Kling, kling. Laboratorweste. Magie plus 5%. Poronir und den Laboratorhelm.
wahnsinnig viel Magie dazu. Dungeon Meister. Alle 73 Dungeons geräumt. Die Frage ist, welches Equipment lege ich mir hier an? Wahrscheinlich das mit der Magie, wa? Damit es einfach mehr Schaden macht. Aber erstmal würde ich ganz gerne. Haben wir irgendwo den Teleporter? Und mal ganz kurz zu den Magiern gehen. Das Himmiausch verbessern. Nochmal 60% Schaden dazu. Wow. Maximiert. Max, Max. Alles, was ich habe, ist maximiert, okay. Alles, was er hat, okay. Naja, schade. So viel Gold habe ich leider nicht. Hust. Ich muss den killen. Wir müssen uns mal in der Nähe des Eagles noch ein Speicherding suchen. Wir brauchen noch 4 Ausrüstungsgegenstände. Die könnten tatsächlich vielleicht bei dem Eagle sein. In der einsamen Höhle. Da ist in dem Schnurrplatz. Haben wir einen Speicherpunkt. Gut. Da er mich eh nicht erwischen darf. Das kann man natürlich auch machen, ne? Wobei das nicht so viel bringt, glaube ich. Zwar Verteidigung höher. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, oder ob Magie besser ist. Probiert das mit Magie? Das lassen wir mal. Aber Magie plus 10% gibt es auch noch. Ein Vierfachangriff. Ich habe irgendwie nichts an Leben. 2632. Na, mal schauen. Achso, ich müsste ihm vielleicht auch was geben. Wäre aber nicht verkehrt, oder? Dafür würde er Magie verlieren. Wahnsinnig viel. Nein, die ist okay. Ist ja auch okay. Also, er hat schon ein sehr gutes Equipment. Ist auch wunderbar. Wobei, wir könnten uns vielleicht statt diesem Magie plus 10% kostende Zaubersprüche senken. Na, dann kann ich nicht gut angreifen. Na, wir gucken mal. Komm her. Komm her. Ja, wir müssen einen Wirbelsturm machen, ne? Hatte ich das Gefühl gehabt. Das ist so dumm einfach nur. Oh Mann, ey. Der castet so schnell, das ist völlig egal. Oh, ich habe zumindest Half-Life schon mal gehabt. Hm.
Ach guck mal, Zauberstäbe hat er grundsätzlich einfach nur die Hälfte des Lebens, verstehe. Gut, das ist egal. Wenn ich getroffen werde, bin ich eh tot. Schlecht. Extrem schlecht. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter! Oh Mann, ist das behindert! Ah! Du kleines ranziges Mistvieh. Hat der einen Wirbelsturm? Na, ist was anderes. Oh, Herrgott, nochmal, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Kann der auch bitte mal aufhören, bitte mit drin zu stehen? Das wäre voll geil. Jedes Mal kurz vor dem Ende macht er das. Was ist denn das? Ich habe ihn dreimal fast getötet. Was macht er? Bam, Carsten! Level 200er besiegt. Hofner B-Kappe. Angriffsgeschwindigkeit. Wow. Bessere Stats bitte. Alles klar. Null Glaube. Angriff plus 150%. Ist klar. Ist klar. Aber hier haben wir nicht so geil. Außer diese Waffe finde ich halt irgendwie. Na, hier diese. Das hier. Eskali-Schnur. Das müssen wir erstmal aufrüsten. Kann ich das eigentlich zusätzlich ausrüsten? Nein, na, das ist einfach die Waffe. Hm. Tja, erledigt. Vertraut nur noch ein Item. Zwei sogar. Drei. Es sind sogar drei Items. Ich habe nicht so viele Items bekommen hierüber. Verstehe ich nicht richtig.
Meine Fresse, der war heftig. Okay, Leute, bevor wir uns gleich dem letzten widmen, machen wir kurz eine Pause zur nächsten Folge wieder von GutQuest 2. Ciao, ciao!